Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 10. Dezember hier vor unserer schönen Odenbüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr auch heute mit dabei seid. Ein großer Dank, der geht vorweg an Maurice Antoine-Corson für das wunderschöne Klaviervorspiel. Es ist die Vertonung des schönen Adventsliedes »Es kommt ein Schiff geladen« aus der Feder von André Engelbrecht. Herzlichen Dank. In schweren Zeiten stärkt uns der Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium. Dort heißt es, seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Lasst uns in dieser Zuversicht diesen Gottesdienst nun feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf Worte aus Psalm 80. Hab ein offenes Ohr, du Hirte Israels, der du die Nachkommen deines Volkes auf die Weide führst wie eine Herde. Entfalte deine Kraft. Komm und hilf uns. Komm wieder zu uns, Gott, du Herr der Welt. Blicke vom Himmel herab und sieh uns. Kümmere dich um deinen Weinstock. Schütze und erhalte, was du mit eigener Hand gepflanzt hast. Wir wollen nicht von dir weichen. Erhalte uns am Leben. Dafür preisen wir deinen Namen. Herr, du Gott der ganzen Welt,
richte uns doch wieder auf. Lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns schon geholfen. Wir hören eine Lesung aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5. Liebe Geschwister, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt. Der Bauer wartet auch voller Geduld, wenn er gesät hat. Er weiß, dass das Getreide zum Wachsen Sonne und Regen braucht, bis die Frucht da ist. Auch ihr braucht Geduld. Ermutigt euch gegenseitig, denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Adventszeit ist eine Zeit des Singens und der Musik. Es gibt so viele schöne Lieder in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Vertraute Melodien und Texte, die uns immer wieder in den Kopf kommen. Darunter auch viele internationale Lieder. Vor einigen Jahren haben wir uns hier in der Gemeinde auf die Suche nach den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern gemacht. Und darunter war auch das Lied Nummer 19 aus unserem Gesangbuch O komm, du Morgenstern. Ein ursprünglich französisches Adventslied. Es stammt aus dem Mittelalter und ist dann im 19. Jahrhundert im englischen Sprachraum sehr bekannt geworden unter dem Titel O come, Emmanuel. Als Pastor Ottmar Schulz vor 50 Jahren einen deutschen Text dazu verfasste, verbreitete sich dieses Lied auch hierzulande immer mehr. Wir hören einmal auf die Melodie. Ja, liebe Gemeinde, die Strophen beginnen in der Molltonart. Und nur im Refrain, an einer kurzen Stelle, da wechselt die Tonart dann in Dur. Gott wird in den höchsten Tönen gelobt. Nur ein kurzer Freudenausbruch, als ob jemand für einen Sekundenbruchteil einen Blick auf die Ankunft Gottes in dieser Welt erhascht hat und dann getröstet und mit Geduld weiter wartet. Alle drei Strophen beginnen mit dem Ruf, O komm. Darin drückt sich eine große Sehnsucht aus. Übrigens fangen über 35 Lieder in unserem Gesangbuch mit dem Wort O an. O Bethlehem, du kleine Stadt, O du Fröhliche, O komm, du Geist der Wahrheit oder O Heiland, reiß die Himmel auf. Wir kennen in dieser Weihnachtszeit noch das Lied O Tannenbaum. Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Eine Zeit des Erwartens. Wir warten auf das Weihnachtsfest, das uns die Geburt Jesu Christi nahe bringt. Und zugleich warten wir auf Jesus Christus selbst, der am Ende der Zeit wiederkommen wird. Voller Sehnsucht rufen wir nach Christus, dem Morgenstern. Im lateinischen Originaltext, da heißt der Morgenstern Oriens. Der Stern, der im Osten aufgeht und uns den neuen Morgen anzeigt und damit die Hoffnung auf neues Leben bringt. Und deshalb sind ja auch viele alte Kirchbauten mit ihrem Altar gen Osten ausgerichtet. Wenn wir heute nach Orientierung in unserem Leben fragen, leuchtet dieses alte Bild von Christus wieder auf. Mit ihm begegnet uns der neue Tag, die neue Welt Gottes. Christus vertreibt die dunkle Nacht, er bringt Licht und Helligkeit in unser Leben. Das Lied nimmt das ganze Kirchenjahr in den Blick und dazu auch die Bitte, uns von Schuld und Knechtschaft frei zu machen. Die Sehnsucht nach Rettung, nach Frieden und nach Freiheit, die wird deutlich. Wir brauchen Christus als den Friedensbringer. Wir brauchen Frieden in unserer Welt. Mehr denn je. Ja, liebe Gemeinde, unser heutiges Adventslied O komm, du Morgenstern legt eine tiefe Sehnsucht auf die Zeit, in der die Nacht zu Ende geht. Darin kommt dann der helle Tag, befreit von Schmerzen und Leid, ohne Tod und ohne Tränen. Wir warten auf den, der da kommt. Wir warten auf ihn wie auf einen lange ersehnten Freund, wie auf einen lange erhofften Besuch. Er stärke in uns die Zuversicht und die Sehnsucht und gebe uns Kraft in dieser Adventszeit. Freuet euch
und singt Halleluja. Amen. O komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, o unseren Herrn, vertreib das Dunkel unserer Nacht, durch deines klaren Lichtes Kraft. Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank, der geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste, immer sonntags ab 8 Uhr, die wird es noch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zu unserem kommenden Sonntagsgottesdienst am 3. Advent mit dem diesjährigen Krippenspiel mit Flöten und Orgelmusik. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf die Rätselfragen rund um die Bibel mit Laura und Simon zusammen mit Jonne und Tjelle. Rätselfragen rund um die Bibel. Wer stammte aus Bethlehem? Josef, Maria oder Herodes? Die richtige Antwort ist Josef. Wo lebten Maria und Josef? Bethlehem, Jericho oder Nazareth? Nazareth. Wovon erzählte Maria ihre Cousine? Von ihrer Verlobung, von ihrer Hochzeit oder von ihrer Schwangerschaft? Sie erzählte ihr von ihrer Schwangerschaft. Wie lautet der Vorname von Quirinius? Publius, Justus oder Cornelius? Das war Publius. Wie weit ist es von Bethlehem nach Jerusalem? 5 Kilometer, 10 Kilometer oder 15 Kilometer? Das sind 10 Kilometer. Was bedeutet der Name Herodes? Stern, Herz oder Held? Der Name bedeutet Held. Wie standen Cäsar und Augustus zueinander? Sie waren Brüder, sie waren Opa und Enkel oder Großonkel und Großneffe? Cäsar und Augustus waren Großonkel und Großneffe. Freut euch, ihr Christen alle, freue sich, wer immer kann. Gott hat viel an uns getan. Freut euch mit großem Schalle, dass er uns so hoch geachtet. Sich mit uns befreundet.
ist die Gnadensonne. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir nun das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Okay.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein ganz besonderes musikalisches Nachspiel. Wir hören einen Ausschnitt aus dem schönen Stück Schlittenfahrt aus der Feder von Friedrich Delius, gespielt vom Jugendsinfonieorchester der Städtischen Sing- und Musikschule München unter der bewährten Leitung von Hans-Peter Peyroth. Herzlichen Dank und liebe Grüße nach München.